Hallo erstmal, ihr Süßen. Ich komme gerade vom Rossmann, habe jetzt mein Zeug hier ins Studio gestellt und filme das sofort ab. Es sollte eigentlich nur das werden und es wurde natürlich wieder mehr. Und ich weiß, dass ihr das mögt. Holz sind total beliebt. Holz sind die Publikumsmagneten auf YouTube. Hätte ich nie gedacht, als ich angefangen habe. Habe ich das erste halbe Jahr überhaupt keine Holz gemacht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe da mit Beauty, habe da rumgeschminkt und rumerzählt. Das heißt, ich habe mehr erzählt. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Also Rossmann. Rossmann hat natürlich Ideenwelt und auch sehr schöne Weihnachtssachen und Kerzen. Ich war total von der Rolle. Die haben Yankee Candles. Und zwar diese Rieseneimer, die sind so groß, die kosteten dann nur 12,99 Euro. Und ich hatte eins die ganze Zeit im Visier und habe es auch aufmachen dürfen und habe dran gerochen, dachte mir, Mensch, ich weiß nicht, ob ich da nicht Kopfschmerzen von kriege. Das war Honigfeige, ein sehr schöner weihnachtlicher Duft. Und die anderen war so weißes Leinen und so. Das war nicht so doll. Ich suche nämlich einen Schokoladenduft. Ich suche eine Schokoladenkerze. Gibt es nicht. Oder Kaffee oder sowas, ne? Oder gebrannte Mandel. Naja, ich habe aber was anderes gefunden. Ich habe jetzt die Yankee Candle wieder ins Regal gestellt. Das sind diese, ich weiß nicht, sind die von Rossmann? Keine Ahnung. Also so Gläschen. Einmal haben wir hier Winterzeit. Winterzeit. Riecht sehr angenehm. Nach Vanille. Bisschen Orange, keine Ahnung. Also das ist irgendwie, das riecht toll. Und das ist hier Apfelzimt, auch ein hübsches Schmuckglas. Ich mag ganz gerne diese Apfelzimt-Kerzen in der Küche stehen. Besonders wenn man kocht. So Kohl und sowas, zum Beispiel Rosenkohl oder Rotkohl. Das riecht ja dann nochmal herrlich. Egal, ob du das Gebläse anhast oder ob die Fenster offen sind, es riecht. Und mit so einer Duftkerze nimmt man so ein bisschen, naja. Anyway, also die Kerzen, Yankee Candle nicht, aber ich mag die Yankee Candle ganz gerne, aber es ist nämlich so richtig schön amerikanische, sehr schwer, sehr süß. Habe ich schon gezeigt, ich hatte nämlich am Wochenende den Haaransatz gefärbt und es muss immer eine Packung muss im Regal stehen, da ich mir das ja selber mache. Bleiben wir bei der Kosmetik. Ich habe jetzt nichts weiter, ich habe jetzt keine Lippenstifte und keine Lidschatten und sowas gekauft. Aber ich bin ein totaler Fan von Max Factor. Max Factor made in UK. Und da ist diese Caroline Barnes von Speed Beauty. Und die ist Make-up Artist bei Max Factor. Und also die schaue ich ganz gerne. Und die, logisch, die arbeitet da, die stellt die auch immer wieder vor. Und die Masterpiece von Max Factor kostet 10 Euro, 9,99 Euro. Ist eine mega klasse Mascara. Schönes Design. Und ich brauche ja so ein schmales Bürstchen. Ne? Und ich habe hier mehrere Wimperntuschen offen oder Mascaras offen. Es ist die richtig, Mascaras offen. Und die sind so, die schwächeln gerade so ein bisschen. Und wenn die schwächeln und zu trocken sind, dann bröseln die auch. Und dann hast du nach einer Stunde schon Brösel, Brösel, Brösel unter den Augen. Ja? Es macht einmal Flop, ein geiles Bürstchen, wow, sehr, also hat so Schmackes, nee, wie sagt man denn, mir fällt das Wort nicht ein, biegsam und eben auch schön für unten rum, ne? Also für den unteren Wimpernrand. Mhm. So, wer den Joke jetzt verstanden hat, okay. Dann, auch von Max Factor, ist das ein Eyelid Primer. Also mega, um das Wort mega zu benutzen. Ein sehr schönes Applikator. Kann sich durchaus mit hochklassigeren, hochwertig sagen, sondern hochpreisigen Eyelid Primern vergleichen. Ganz doll. Ganz toll, soft und smooth. Zwei tolle Produkte. Max Factor gibt es ja bei Rossmann, ne?
Bei DM glaube ich mittlerweile auch. Dann, so das war es aber auch schon an dekorativer Kosmetik. Jetzt geht es weiter mit nicht so spektakulärem Zeug, aber ist auch nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Fußwohlfeile, die brauche ich immer mal wieder. Im Winter muss man ja auch die Hornhaut entfernen. Also ich mag die gerne. Also diese teuren Dinger braucht denn, mir reichen die völlig aus. Toll. So, das ist eine neue. Sensodyne Pro Schmelz mit Minze, Zahnschmelz Repair, das also, was sagen Sie hier, Mineralien dringen tief in den Zahnschmelz ein. Also, dass das Zahnschmelz einfach besser geschützt ist. Die sind teuer, die kosten fast 5 Euro, diese Geschichten. Ich sehe es nicht ohne Brille. Ich habe keine hier. Also 4,45 oder so. So. Dann dachte ich mir, ich habe ewig bei den Deos da rumgeguckt. Man kann ja die nicht alle aufmachen, ne? Man kauft dann auf gut Glück, ich benutze meine Deo-Creme, diese selbstgemachte, diese Kokos-Natron oder eben auch diese Green Door, die ist auch nicht schlecht, aber die riecht eben so, naja. Und manchmal möchte man vielleicht da so ein bisschen anders riechen. Und ich hatte ja immer dieses Hydrofugal und die habt mir auch geschrieben, Aluminium und bla, und ihr habt ja so recht, und dachte ich mir, Mensch, ohne Aluminium. Und das sprang mich an, das ist so süß. Hausmarke von Rossmann, Isana. Da haben wir Bambi drauf mit einem Rosengeweih. Mein Gott, ist das nicht so süß? Das ist ein floraler Duft. Das kostet, keine Ahnung, 1 Euro oder so. Und ohne Mikroplastik, ohne Aluminium. Jetzt machen wir mal den Test. Ich mache den mal jetzt hier. Ja, okay. Naja, 1 Euro. Aber ich fand eben schön ohne Mikroplastik und wir sollten alle darauf achten. Wir können alle ein bisschen dazu beitragen, um unsere Welt etwas länger zu erhalten. Clean the Ocean, ne? Also man kann sich an bestimmten Organisationen beteiligen, man kann spenden und man kann vor allem sein Einkaufsverhalten reduzieren. Man kann sein Einkaufsverhalten so gestalten, dass man bestimmte Dinge nicht mehr kauft, wenn sie nämlich nicht mehr gekauft werden, weil sie vielleicht den Standards, den heutigen und Normen nicht mehr entsprechen, dann werden sie auch nicht mehr hergestellt. Das liegt ja an uns, ne? Es wird ja immer nur das hergestellt, was auch, wo die Nachfrage ist. Und wenn die Leute das Zeug nicht mehr kaufen, dann muss auch die Industrie sich umstellen. Das heißt, wir haben schon ein stilles Mitspracherecht. Also wie unser Kaufverhalten ist, so, ne? Denk mal darüber nach. Das ist nämlich gar nicht mal so ohne. Viele sagen, ach na ja, was kann ich da schon ausrichten? Jeder kann im Kleinen etwas ausrichten. Jeder. Natürlich kaufen wir weiterhin ein, aber man muss ja zum Beispiel das Gemüse nicht in Plastik kaufen, das Obst nicht in Plastik kaufen. Und das ist eben der Mist, dass in diesen günstigen, in diesen Supermärkten, ne? Ihr wisst schon, welche ich meine, dass da alles doppelt und dreifach verpackt ist. Klar, das hat mit Hygiene was, und keine Ahnung, aber das muss doch irgendwie anders zu regeln sein. Okay, aber das ist überhaupt nicht das Thema. Ich habe hier so ein Haul, hier so Zeug vor mir liegen. Weiter im Text, was haben wir denn noch? Dann Weihnachtsservietten, fand ich ganz hübsch, rot mit Gold. Braucht man ja immer mal, ne? Wenn jetzt in der Weihnachtszeit so die Leute kommen und mit einem Brunchen oder Lunchen oder einfach nur einen Adventstee trinken. Meine Nervennahrung, das muss ich immer im Kühlschrank haben. Also, ne, das habe ich von meinen Kindern übernommen, dieses Kinder Bueno. Ich habe das immer im Kühlschrank, also im Seitenfach, also in der Tür stehen, damit es nicht ganz so kalt ist. Es ist himmlisch. Himmlischer, toller Geschmack. Ich liebe es sehr gerne. Weiterhin mag ich gerne. Das ist Magic Peanut and Caramel, das ist dieser wunderbar, wunderbar, dieser Riegel ist der. Ich habe den kennengelernt an der Tankstelle und der ist natürlich teurer. An der Tankstelle ist alles teurer und es gibt es jetzt auch in den Drogeriemärkten. Ein toller Karamell, Milch, Schokolade, Erdnussriegel. Auch gut so, wenn man zum Auto fahren, also wenn man länger Auto fährt. Also ich habe da immer so Riegel, ne? Ich brauche das immer so. Zucker. Aber das ist natürlich etwas Gesundes. Das ist jetzt Edelnussmix. Da haben wir Paranüsse, Mandeln, Cashewkerne und Walnusskerne mit Vitamin E, also eine schöne Vitamin E-Quelle.
Und wie sagt man so schön, Rosenwasser macht schön, Nüsse ist ballaststoffreich und hilft gegen Falten. Also esst viele Nüsse. Nüsse haben aber auch Kalorien, nicht zu unterschätzen. Ne? So, weiterhin nussig geht es weiter mit Mandelcreme, auch von Ena. Das ist auch Rossmann, so eine Rossmann-Marke. Die ist mit Bourbon Vanille. Sehr lecker. Es geht schon sehr weihnachtlich jetzt zu bei mir. Ne? So. Dann habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ein totaler Fan von von einer deutschen Schokoladenfabrik, und zwar nennt die sich Feodora. Feodora war, bevor also Lindt den Siegeszug antrat in Deutschland oder generell in Europa oder überhaupt auf der Welt, war Feodora etwas ganz Besonderes. Diese Schokoladenfabrik sitzt in Bremen und nennt sich Feodora, nach Prinzessin Feodora benannt. So, und die haben immer diese wunderschönen Boxen. Hier ist frohes Fest. Das sind so Orange, gibt Zartbitter und das Orange mit Quatsch, Vollmilchschokoladen mit Orange und Zimt. Und das sind so hauchdünne Täfelchen. Und das ist sehr schön, sich so ein Täfelchen zu nehmen, neben den Espresso zu legen. Und wenn man es gestern oder für einen selbst so einen kleinen Snack, isst man nicht zu viel. Das ist eine wunderbare Schokolade. Da gibt es immer Ostern Edition und Weihnachten, und eben normal sind sie gelb. Und das Schöne ist, hier ist null Plastik, nichts drumherum. Papier. So, und dann habe ich ein Ding, da muss ich so lachen. Wenn jetzt meine Freundin Hanna das sieht, kriegt die einen Anfall, dass ich mir das Ding gekauft habe. Das ist wirklich so ein Flocati für die Haare. Für die Haaren, sagen wir es mal, hey, das ist ein Flocati für die Haaren. Aber dieses Teil sieht echt, das sieht jetzt schon schlimm aus. Das habe ich doch, was kostet denn das überhaupt? Okay, 1 Euro. Was schön, es ist kein Metall dran und es ist ganz weich und das tut nicht weh, weil manchmal, wenn man so die Haare zusammenhält oder sich so einen Knödel macht und das so die Haare so rumzippelt um das Band, tun die Dinger so weh. Und die, ja, Flocati der 80er Jahre, in den 80ern war das ganz hip, aber ich sag euch, das kommt alles wieder. Und die haben sehr, sehr schönen Schmuck bei Rossmann. So, naja, das ist natürlich Modeschmuck, aber richtig schön nee, nicht Haarschmuck, so Ohrringelchen und Kettchen und ganz süß. Und Ringe, naja. Aber das habe ich nicht. Aber das Ding, da musste ich so lachen. Also Hanna, wenn du das jetzt siehst, ne, kannst mit mir schimpfen das nächste Mal, dass ich das gekauft habe. Aber okay, ich werde damit nicht rausgehen. Oder vielleicht doch. Also man schminkt sich ja ab und muss sich die Haare irgendwie zusammenbinden. Und jetzt haben wir noch das Teil hier. Pflaume, Zimt, Emmerkal, Halsbonbons. In so einem Geschenkdöschen oder Döschen für euch zu Hause. Sehr, sehr hübsch. Das Original erkennbar an dieser rot-weißen Fahne. In den 50er Jahren haben schon Bergleute, habe ich gelesen, diese Hustenbonbons zu sich genommen, damit die jetzt nicht sich die mit ihren schmutzigen Fingern die Bonbons praktisch anschmutzen, bevor sie in den Mund stecken, wurde diese Fahne um das Papier oder wurde das so eingewickelt, dass man sich also hygienisch das Bonbon herausnehmen kann. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte, ne? Ja, Emmerkal. Das Original. Gibt es verschiedene Sorten, Salbe, Zitrone, Pflaume, Zimt, den Klassiker und so weiter. Fand ich jetzt sehr spannend. Gerade im Winter ist immer ganz gut, irgendwas zu lutschen, damit auch die Mundschleimhäute nicht zu austrocknen. Ich wünsche euch wie immer das Beste, ihr Süßen. Seid besonders gut zu euch, wisst ihr, passt auf euch auf, bleibt mir gesund, trinkt viel. Nehmt Vitamine zu euch, esst Nüsse, Granberries und ich finde das übrigens sehr schön, dass sie da sind die auch nicht so teuer, bei Rossmann diese Tüten haben. Es gibt auch einen Granberry-Cashew-Kerne-Mix, der ist immer ausverkauft, der ist richtig lecker. Danke fürs Zuschauen und bleibt mir gesund. Bis ganz bald, wenn ihr mögt. Tschüss!